Herzlich willkommen. Heute geht es um das Rechnen mit dem Dreisatz. Der Dreisatz bedeutet, dass wir aus drei gegebenen Werten einen unbekannten vierten Wert berechnen können. Zum Beispiel, im Tierpark Poing darf man Tiere füttern und dafür kann man Futterpäckchen kaufen. Chris hat 12 Päckchen gekauft und 6 Euro bezahlt. Simon braucht jetzt aber nur 8 Päckchen. Was muss er jetzt bezahlen? Gegeben ist also, 12 Päckchen kosten 6 Euro, das wissen wir. Gesucht ist aber 8 Päckchen. Das ist doch sinnvoll, wenn wir erstmal sagen, wir berechnen mal, was ein Päckchen kostet und multiplizieren das mit 8. Das heißt, zuerst teilen wir den Preis, also 12 durch 12 komme ich auf 1 und dann multipliziere ich mit 8, komme ich auf 8 Päckchen. Und jetzt mache ich auf der anderen Seite genau das Gleiche. Meine 6 Euro dividiere ich durch 12, komme auf 0,5 Euro, multipliziere sie mit 8 und komme auf 4 Euro. Wir kommen also zur Antwort, Simon muss 4 Euro bezahlen. Allgemeiner ausgedrückt heißt das, meine 12 Päckchen, wie komme ich zu 8 Päckchen? Ich kann auch durch 3 teilen und erstmal auf 4 Päckchen kommen, dann muss ich nur noch mit 2 multiplizieren. Das macht es auf der anderen Seite einfacher, nämlich 6 durch 3 ist 2 Euro und 2 Euro mal 2 sind 4 Euro. Wir suchen also nach einem kurzen Weg von der gegebenen zur gesuchten Größe und vollziehen genau den gleichen Weg auf der rechten Seite nach. Eine Aufgabe: Sabine kauft für das Jugendtraining neue Tennisbälle. Jochen erinnert sich, 150 Bälle kosten 120 Euro. Sabine braucht heute nur 80 Bälle. Wie viel muss sie bezahlen? Die Aufgabe berechnest du jetzt mal, drückst die Pause-Taste und wenn du fertig bist, drückst du auf Weiter. Also 150 Bälle kosten 120 Euro. Gesucht sind 80 Bälle. Der Weg dahin. Ich teile durch 15, dann habe ich 10 Bälle und multipliziere das mit 8. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. 120 durch 15 kann ich teilen, sind 8 Euro und 8 mal 8 Euro sind 64 Euro. Sabine zahlt 64 Euro. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Wenn man das ein paar Mal geübt hat, macht das sicher viel Spaß. Wir sehen uns im Unterricht.